So, was hast du gefragt, Roat? Ob du Bürgermeister hier bist. Wieso? Weil du hier parkst, Digga. Hier? Ja. Obwohl, er ist Bürgermeister, Digga. Ja, oder? Ich wollte gerade sagen, der parkt auf Bürgermeister. Ich habe so auf entspannt hier geparkt. Aber wie war hier so der Platz und so alles? Natürlich. Würdest du das feiern, wenn du das bei dir hättest? Nee. Wieso? Weil ich nur Opfer in meiner Gegend habe. Hier ist meine alte Schule, FNS, Friedhof Nansen. Man war cool, wenn man hier auf der Schule ging, weil es Hauptschule war. Und die nicht cool waren, natürlich waren die, weil das Gymnasium ist. Das ist die alte Schule hier von mir, Friedrich auf Nansen, Mann. Hier haben die Coolen in meiner Ecke geraucht. Komm mal her, komm mal, ich zeig dir mein Klassenzimmer. Komm. Warst du eines dieser Coolen, oder was? Ich war, nee. Ja, okay, ja. Ich war cool. Hier. Das ist der Flur. Guck dir diesen geilen langen Flur an, Mann. Halt mal rein. Nicht die erste, sondern die zweite Tür, linke Seite, ist meine Klasse gewesen, 5a. Boah, es war so geil, Mann. Und jetzt hör zu, in der großen Pause, ich glaube, das hatte fast keine Schule, ich weiß nicht, wenn jemand hatte, dann schreib's mal in die Kommentare. Schau mal, da vorne, guck mal da oben, siehst du die Boxen? Ja. Es durfte man immer aussuchen, welche Musik zur großen Pause gehört hat. Und die Schule war voll mit Schwarzen, ich war ja immer mit den Schwarzen unterwegs. Die immer R&B und Fatman Scoop, Man Scoop Gang, diese Musik da und so. Jede Pause, diese großen Pausen. Oh, das ist cool. Haben die Musik angemacht. Da hinten haben wir Basketball gespielt, hier Tischtennis. Da vorne Eingang gewesen. Das ist so geil gewesen. Die Schule war echt Killer. Hier waren noch Bänke eigentlich drumherum, die wurden irgendwie abgemacht, keine Ahnung warum. Aber das ist FNS-Schule. Das war meine erste Hauptschule. Von den vier anderen. Aber das war die beste. Das war die beste Hauptschule, Mann. Meine beste. Warum die vier anderen, Digga? Bist du so aufgeflogen? Auch und umgezogen. Wie findest du die Schule vom Feeling her, sag ehrlich? Stabil, Alter. Ist chillig, ne? Ist echt eine chillige Schule. Ist eine chillige Schule. Da würde ich so mein Ort verticken, da in der Ecke so. Da willst du ein 20, Mann. Heute guter Kurs, Alter. Wieso da hinten, Mann? Wieso nicht da? Ich weiß nicht, Mann. Dieser Kick, weißt du, wenn ich andere Leute zu so sehen, weißt du. Weißt du, unsere Kantine, wie krass die war, die ist riesengroß. Digga, wer Kantine gegessen hat, Digga, keine Angst vor Gott. Bruder, wir haben Fischbrötchen und so immer gegessen. Digga, warst du mal in der Schule scheißen? Nein, noch nie. Digga, ich hab einen Kollegen, der ist jeden Mittag zu scheißen gegangen in der Schule. Digga, ich sag dir ehrlich, vor denen habe ich bis heute noch Respekt. Bruder. Und Angst. Ich sag dir ehrlich, für uns war das immer komisch. Hier sind die Gymnasiumschüler, Gimmi, das Hans-Geiger-Gymnasium hier. Und dann sind wir immer so cool gewesen, immer rübergegangen, ja, lass mal die Gymnasiasten abchecken und so. Ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wieso immer man diesen Film schieben musste, Hauptschule gegen Realschüler und Gymnasium immer so. Wisst ihr, was ich meine? Im Endeffekt sind alle Schule. Das hier ist Gymnasium. Das ist sogar, soweit ich weiß, eins der besten hier bei uns. Wir haben, glaube ich, nur zwei. Elite-mäßig aus, Digga. Das ist Elite. Komm, ich zeig dir einmal, wie das da unten aussieht. Sieht auch schon cool aus. Digga, diese Gymnasiasten, ich habe sie alle gehasst, Digga. Aber warum? Das habe ich gerade versucht zu erklären. Warum? Warum? Weil die so eine hochnäsige Art hatten. Kann aber auch sein, vielleicht, dass man sich das eingebildet hat. Nee, hat man sich nicht eingebildet. Ich habe eine gute Menschenkenntnis auch damals gehabt. So, auf jeden Fall. Ey, Digga, was macht ihr da hinten? So, das ist das Gymnasium, hier geht's so runter. Nein, machen die nicht. Glaubst du? Yo! Spielt ihr Yu-Gi-Oh? Ja. Echt jetzt? Ja. Yu-Gi-Oh? Ja. Verarsch mich nicht! Okay, warte, wir kommen. Ey, die sagen, die kommen Yu-Gi-Oh! Spielen, guck mal bitte, was die machen. Man sieht einfach, das sind Gymnasiumschüler. Die machen einfach hier zusammen Hausaufgaben. Aber sag mal ehrlich, ist schön, oder? Ja, ne? Wie habt ihr eure Lehrerin überredet, dass ihr raus seid? Keine Ahnung. Warte mal, ist jetzt gerade Unterricht? Ja. Das ist nicht freiwillig. Hoffentlich ist das. Ich dachte, bei Gott, ich dachte, das ist Dings. Ihr seid hier in der Freizeit. Ja. Was spielt ihr in der Freizeit? Ey, hört mal auf mit dem Quatsch, jetzt seid ehrlich. Was spielt ihr? PlayStation oder PC? Fußball. Achso, PC. Ich schicke deinen Abonnenten und chill den ganzen Tag zu Hause und schreibt in meinen Chat Kai Paul wieder. Wie bei La Cartella, Hermanos. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn der eine Freund dem so die Kamera so richtig vor? Ja, wie fühlt sich das an? Wie das anfühlt, Digga? Wisst ihr, was geil ist? Warte mal, du bist nicht hier auf der Schule. Doch. Ah, du bist doch keine Hauptschule. Klasse. Okay, sag mal, welches Land ihr kommt. Welches Land? Warte, lass mich schätzen. Halb Türk, halb Deutscher, du? Ich bin komplett Türk. Cool. Nein.
Warte, Rohat, komm, wir machen so, jetzt wissen wir das. Wir müssen Nationalität raten, Rohat. Einmal durch? Okay, ich fange an. Ich sag 80% sind Türken. Ja, ja, safe, safe, safe. Du bist auf jeden Fall Türke. Du bist auch 100% Türke. Warte, warte, am Ende lösen wir auf. Jetzt weißt du doch, dass du kein Türke bist. Scheiße, jetzt, du bist kein Türke. Nein, 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 das steht fest. Okay, ich hab gesagt, du bist Türke, du bist auf jeden Fall Türke wegen deinen Aha-Reifen. Du bist Pole oder Deutscher sogar. Wie heißt du? Nein, 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 nicht sagen. Okay, du bist Deutscher einfach. Du bist aber kein Deutscher, glaube ich. Du bist, wenn er kein Mehmet ist, dann weiß ich auch nicht. Nein, 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 er ist ein auf Mehmet. Also er ist auf jeden Fall Türke. Sag mal, du, Türke? Warum hast du eine Maske auf? Türke und du bist okay, Deutscher, sag ich. Mehmet meint, er schreibt die besten Noten, oder? Ja. Der Einzige. Der okay, jetzt sag du, du fängst von da an. Einmal alles nur Türken und Deutsch habe ich getippt. Ja, Digga. Türke. Ja, halb Türke, genau. Pole, halb Pole, halb Deutscher und... Keine Ahnung, irgendwie Stiefvater kommt aus Kolumbien. Auch Türke. Er ist sieht aus wie so ein Serbe. Er auf jeden Fall Türke, aber irgendwie andere Seite ist irgendwas anderes. Ey, scheiße, wir müssen personalische Dinge schreiben. Ich hab schon angefangen. Nein, warte mal jetzt mit Hausaufgaben. Sag jetzt schnell aus welchem Land, sag schnell. Ich bin komplett Türke. Okay. Araber. Kurde. Arabi? Ja. Nicht mal Gulliaba, Arabi. Ich weiß. Wo? Suria? Ja. Ah, du sprichst Deutsch? Du bist, was bist du? Deutscher. Kurde. Ja. Kurdi? Welche Kurdi? Kurmanji. Ach so, also okay. Türkische Kurde. Mardin und so? Okay. Du bist Deutscher? Okay, du? Halb Türke? Du? 100% Türke. 100% Deutscher. Was? Du hast eine Maske auf, Digga. Was fragst du überhaupt? Aber du bist 100% Deutscher? Ja. Aber Vorfahren irgendwie mal in der Türkei gewesen oder so? Nee. Ja, okay, Jungs. Wollt ihr irgendwas sagen? Irgendjemanden grüßen? Ganz schnell. Grüß Mohamed. Grüß Malik aus Kiel. Der schaut dir jedes Mal Roleplay zu. Grüß Mohamed, bester Mann. Auch ein Malik. So, guck mal, wir sind hier gerade an der alten Räucherei. Hier war ein Jugendtreff. Und hart auf hart, wenn das auf hat, schaut euch mal an, was ich immer dabei habe im Auto. Tischtennissachen. Immer dabei. Gehst du zum Jugendtreff? Hat das noch auf? Alter Schwede, das hat einfach auf. Chat, hier habe ich meine verdammte Kindheit verbracht. Schaut euch das an. Hier war ein Garten. Wir haben eine Mutprobe gemacht, wer sich hier reintraut. Das war alles zu. Da war so eine alte verlassene Hütte. Und hier ist die Räucherei. Ey, oh mein Gott. Mein verdammtes Schild ist da noch. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist mein Schild, das hab ich gemacht, Chat. Das hab ich gemacht. Wallah, das hab ich gemacht. Guck mal, was für Fantasie ich hab mit. Das ist einer auf dem seine Knochen, ich hab Finger reingepackt. Ey, was hatte ich damals schon für dicke Finger? Jo, die passen ja jetzt noch da rein. Hier ist Zirkus. Die haben eine Zirkusgruppe gehabt, da konnte man immer auftreten und sowas. Dieser Kick war schon richtig cool hier. Wo bin ich hier, Digga? Guckt mal. Wisst ihr, wo ich stehe? In dem Tanzraum vom Jugendtreff, wo ich damals war. Hier habe ich früher mit meinen Homies getanzt drinne. Da war Abo noch der. Ich weiß, es ist cringe, aber ich freue mich gerade. Das ist wirklich der Raum, der. Wir haben ihn Parkettraum genommen. Damals war so ein Parkettboden hier. Wir haben uns immer mit den Fingern unten ein bisschen dran geschnitten, weil da immer ein bisschen was abgeblättert ist. Aber jetzt ist ja Luxus der Boden. Das ist der alte Tanzraum, wo Abo getanzt hat. Crazy. Zeig mal deine Moves, Rohat. Komm. Moves. Ja, zeig. Du hast mich gerade ausgelacht. Zeig deine Moves. Also, Digga, das Hinsetzen war spektakulärer als alles andere. So, hier kommen wir in den PC-Raum, der sich eigentlich auch komplett verändert hat. Hier haben die jetzt an der Seite so, hier schneiden die deren Sachen zusammen mit... ja, den Monitoren. Hier ist eine PC-Ecke. Damals war die ganze Linie entlang PCs. Bis hier so. Jetzt schaut euch mal an, wie das aussieht. Hier haben die eine Nähecke. Die nähen hier, basteln zusammen, dies, das. Und die haben einfach ein Rap-Studio gefühlt. Bei Dynamic-Headset. Rode Mikrofon läuft. Hier dieses, keine Ahnung, wie das heißt. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was das ist. Einfach auf, ja... Keine Ahnung. Die chillen hier, machen das. So, Jugendtreff. Sehr geil. Was sagst du, Rohat, ehrlich? Schon geil, Alter. Da hätte ich dann damals meine Nummer 1 Single jetzt aufgenommen. Welche?
Hier Dings. Scheiß auf dich. Was sagst du? Nimmst du mir was? Also hart auf hart würde ich dich da in diesem Kleid hinten sehen, Robert. Hier wurde dann das ganze Zeug verbaut und gestreckt, damit man am Ende. Digga, wir sind im Kinderjugendtreff, Robert. Wetten, da sind keine Kekse drin. Bruder, warum sollen da Kekse drin sein? Robert, wir sind ja immer Nähzeug. Natürlich, Mann. Walla, Bila, da ist immer Nähzeug drin. Ich habe mich immer gefreut auf Kekse. Natürlich ist da Nähzeug drin, Digga. Bruder, bei uns, weißt du, bei uns zu Hause, ich hatte genau die gleichen, aber im Blau noch. Ja, damals waren die Blau, bei uns waren nur Schrauben drin. Bei uns immer Nähzeug, Digga. Das war der wie Freizeitraum. Hier steht dann eigentlich ein Billardtisch, der ist unten, den zeige ich euch gleich. Hier haben die jetzt sowas wie eine Cocktailbar hingemacht. Da machen die sogar hier so eine auf Cocktails und so mit den Kindern. Hier steht immer noch der legendäre Kickertisch, wo ich drauf gespielt habe. Das ist immer noch, meiner Meinung nach, der beste Kickertisch, den ich je gesehen habe. Stabil, nichts wackelt. Das ist einfach der krasseste Kickertisch hier. Hier war eine Tischtennisplatte. Hier haben wir immer Runde gespielt oder ganz normal Tischtennis allgemein. Und jetzt haben die hier eine PlayStation 5 mit Fernseher, so eine chillige Ecke und sowas. Schaut euch das an. So, hier sind wir jetzt auch im unteren Bereich. Hier haben wir immer Weed geraucht und das Zeug gedreht. Und Rohat Weed geraucht. Wir haben gebastelt, Mann. Gebastelt haben wir. Und hier haben wir gekocht in dieser Küche. Die war einfach Highlight. Wir müssen die im Glas nehmen mit Schere so. Spiel mal. Digga, nicht, dass Copyright wird, weil du das so gut machst. Endlich, Mann. Montes Aquarium auch hier am Start. Den ein oder anderen Fisch kenne ich auch mit Namen. Guckt euch das mal an. Das ist hier deswegen ja die alte Räucherei. Und damals jeden Mittwoch Kinderdisco. Jeden Mittwoch. Auf der Bühne habe ich auch schon getanzt, aufgetreten. Wir waren dann immer hier oben, wir sind hochgegangen. Es war immer so voll, ne? Es sind immer alle aus allen Schulen hergekommen. Jeden, wirklich jeden Mittwoch Kinderdisco. Rohat, hart auf hart willst du hier einen Move bringen? Aber einen echten Move, nicht aufstehen und hinsetzen. Was soll ich für einen Move bringen? Move, komm. Komm, Broi. Hier von hier oben haben die Leute auch immer zugejubelt. Du Scheiße, Robert. Ich zeig dir, wie das geht hier. Schau mal deine Moves. Oder hart auf hart wird das Ding komplett brechen. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich lass das lieber. Wir machen auf entspannt einmal einen Ratschlag. Damit ich mehr gemacht habe als du. So, das meinst du mit Move? Mach irgendwas. Los. Zeig mir meine Move. Zeig. Ich habe hier gerade die neue Zirkusgruppe getroffen. Damals war die alte da, jetzt die neue hier. Die sind auf jeden Fall auf entspannt hier heute nicht drin, sondern draußen. Wer, zeig mal den krassesten Trick. Was gibt's so für richtig krasse Tricks? Okay. Das sieht leicht aus, aber das ist bestimmt so schwer, ne? Kann das jemand noch von euch mit Gitarre? Nee. Nee. Ist schwer, ne? Ja, du musst halt mutig sein. Wenn du halt zögerst, machst du Fehler. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal das fürs erste hier gewesen in Kiel. Ich werde wahrscheinlich noch den Vlog weitermachen, bis wir später essen und sowas. Dies, das. Jetzt sind wir hier in einem Garten, der mysteriös ist. Der einfach wirklich mysteriös ist. Das ist so krass, schaut euch das an. Digga, also wenn hier nicht angefangen wurde, dann weiß ich auch nicht. Oder? Schaut euch das an hier, wie das hier aussieht. Bruder, das ist die größte Trap. So, und mal gucken, ob wir den ein oder anderen Tipp hier finden. Ich denke, hier haben einige Leute gechillt. Ich meine, regengeschützt. Naja, okay, fast einfach ein Loch da drin. Ich meine, hier ein bisschen Dings da. Ja, Robert, pass. Ich sag dir ehrlich, stell dich mal da rein. Und sagst du, ich passe hier so rein? Oder das, als ob du nie woanders warst. Das ist meine alte Haustür hier. Wir haben hier gewohnt. Nummer 31, hier war eine Fleischerei, hier war immer das Tor. Und das ist die Straße, von der, ich erzählt habe, weil hier so viele Hundebesitzer an der Straße wohnen. Und guck mal, wie rutschig das hier ist. So schon. Und wenn es regnet, ist es bodenlos rutschig. Hier bin ich ausgerutscht auf der Straße. Ich bin so ausgerutscht auf einen Hundehaufen mit meinen neuen Schuhen. Bin dann hingefallen und habe mich mit meiner Hand
in einen anderen Hundehaufen abgestützt. Und bin einfach so heulend nach Hause gelaufen mit Hundescheiße an meinen Schuhen und Hundescheiße auf meiner Hand. Und dann bin ich hier wieder hochgelaufen. Und die Geschichte habe ich euch ja erzählt, dass mein Vater ja den Flur verteilt mit Schuhen, dass das so einen auf denen symbolisiert, Hundehaufen, und dann sollte ich da so lang laufen. 31. Ja, das ist meine alte Hausnummer. Wir sind noch spontan ein paar Kieler getroffen, Einheimische, aber keine Gardner, also die kennen das Feeling nicht. Ihr seid aus welchem Stadtteil? Emschenhagen. Beide aus Emschenhagen? Ja, ja. Schon immer da gewesen? Ja, ja, immer. Und warum seid ihr jetzt im Garten in meiner Hut? Bei Kollegen. Ja, ich weiß, was man hier bekommt in den Straßen. Also ich darf vom bloß fern. Ey, auf jeden Fall, so sieht's aus. Und aber welche Stadt hat ihr schöner? Garten oder Emschenhagen? Emschenhagen. Oder? Sauberer. Scheiß drauf. Wir sind hier mitten auf dem Veneta-Platz. Das ist der krasseste Platz, Bro. Erzähl mal, wie findest du Garten? Ja, Garten finde ich eigentlich optimal krass, was das angeht. Wie geht's so alles, ey? Von Drogen bis, hast du nicht gesehen. Aber braucht man nicht, Drogen sind scheiße, ne? Ja, Drogen sind auf jeden Fall, boah, nicht zu entziehen. Ja. Wie lange lebst du schon hier? Boah, ich lebe hier fast 3-4 Jahre. Nein, länger, Mann. Ja, also. Ich weiß nur noch, als ich in dem Laden hier gearbeitet habe, da bist du doch immer vorbeigekommen. Ja, genau, da habe ich auch, ja, so ein bisschen, ich kenn, ja, ne? 10 Jahren fast schon. Von 3 Jahre auf 10 Jahre, Bruder, da hast du dich verschätzt, Mann. Nee, also ich hab woanders vorher. Ah, nicht im Garten, aber jetzt bist du im Garten. Bist du zufrieden hier? Ja. Hier ist viel los, aber es ist eigentlich schön, ne? Ja. Ja. Aber das geht so, ne? Weißt du, was mich daran so stört? Ja. Ich bin im Gimbel. Jeder weiß, dass du so ein Blogger bist oder so. Ja, 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 genau, genau. Guck mal, sie fällt mich einfach. Oh, weißt du? Ja. Auf jeden Fall, ja. Wie findest du den Stadtteil? Sag mal ehrlich jetzt. Weißt du, was wir hier gespielt haben, Bruder? Du bist der Türke. Wer, wir haben uns... Wer ist es? Heroin verkauft? Digga, nein, das haben wir nicht gespielt. Bruder, hör mal, das ist so bodenlos, Digga. Das sieht so aus. Guck mal, Chat. Vlog. Wir haben uns hier vorne hingestellt. Kennst du dieses Spiel Inek oder so? Inek? Esel? Wir sind so über einen rübergesprungen immer. Und wer weiterkommt... Eschek heißt Esel. Eschek, ja, genau. Genau, Eschek. Und dann Inek haben heißt Kuh. Inek heißt Kuh? Scheiße, dann haben die mich Kuh genannt. Digga, bodenlos, Mann. Ihr seid ja echt gemein, Alter. Hier ist Prego Grill, gehört ein Pakistaner. Hier ist Özmaraj, sehr, sehr leckerer Dönerladen. Und hier kommen wir natürlich wieder raus. So, wir sind jetzt bei mir zu Hause. Es geht. Wir werden jetzt, Rohat wird jetzt live gehen ein bisschen. Und wie war die Kiel-Tour? Vercrackt. Das war's, mehr also nichts zu sagen zu Kiel. Ja, ist schon gut gecrackt. Geil, Digga. Naja, scheiß drauf. Turn it up, H, turn it up. Lass mich nicht mehr bremsen, Menschen sind so hässlich. Scheiß auf Konsequenzen, AP ist am Glänzen. Schick mir einen Engel, wann ist es zu Ende? Ringe an den Händen, Stimme und Vergessen.